Das ist Oscar, ein weiterer Mid-Ager, der einfach keine Fahrräder und keine Fahrradfahrer mag. Na, Oscar, das wollen wir heute ändern. Wir wollen ihn so ein bisschen zum Fahrradfahren bekehren und dafür werden wir zwei Fahrradanhänger testen. Dieser Trixi-Hundetrailer ist noch gar nicht auf dem Markt. Wir werden ihn aber heute schon mal testen dürfen. Größe M. Und weil Oscar es auch gerne mit den Großen aufnimmt, haben wir ja auch einen ziemlich großen Anhänger für den kleinen Hund, den Comfort Wagon in Large. Und weil es so schön ist, darf Oscar natürlich auch mit meinem Bullet heute fahren. Das wird ihm sicherlich auch gefallen. Ja, genau. Ist irgendwo eine Anleitung? Mal gucken. Einmal den blauen Clip abnehmen. So. Und dann kann man den wahrscheinlich schon raufschwingen, den Anhänger. Oh, guck mal. Den einmal hinstellen. Wird gedrückt. Und dann auf der anderen Seite durch. Schnappt dann ein und dann steckt man den in die Fassung. Das zeigen wir euch jetzt mal. Schon ist er fest. Ja, der Aufbau ist bis jetzt total einfach. Zwei Handgriffe und dann noch das Einbauen der Laufräder. Das funktioniert wunderbar. Das zweite Rad einfach reinschieben. Fest. Kommen wir zum Wichtigsten. Die Deichsel. Sehr gewöhnliches Patent hier mit einem Bolzenstift. Dann klappt man das Ganze um. Und einmal festklemmen. Und schon ist er fertig. Die Kupplung ist ja direkt an der Deichsel dran. Die muss man dann rausnehmen und ans Fahrrad montieren. Montage der Kupplung am Hinterrad. Einfach die Mutter abnehmen vom Schnellspanner oder die Mutter, die man an der Schraubachse hat. Dann baut man die Kupplung so an, dass sie nach hinten zeigt und macht den Schnellspanner fest. So, ganz einfach. Dann wird die Deichsel einfach ranmontiert, Sicherungsstift festgemacht und schon kann die Tour losgehen. Doch Moment, das Wichtigste haben wir vergessen. Die Fahne. Frage ist, wo kommt die rein? Das war jetzt das erste Nicht-Intuitive an diesem Anhänger, muss man bemerken. Da muss ich mal in die Anleitung gucken. Okay, steht nicht in der Anleitung, da muss irgendwo ein Loch sein. Nicht so leicht zu finden. So, jetzt ist für die Sicherheit des Hundes gesorgt. Gucken wir uns mal den Anhänger an, bevor wir losfahren. Also das hier ist der Hundeeingang, also das Wichtigste an diesem Anhänger wahrscheinlich, nach der Fahne. Machen wir auf, im Reißverschluss und hier drin liegt eine schöne Matte, damit der Hund sich wohlfühlt. Oscar, komm, geh mal da rein. Jetzt mal ausprobieren, nicht Gras essen. Nicht auf, nicht jetzt. Gut, super, dann machen wir zu. Keine Angst haben. Nur mal eine kleine Fahrradtour, ne? Vielleicht besser, wenn du vorwärts guckst. Ist beim Fahrradfahren immer besser. Oscar, das war deine erste Fahrradtour in deinem Leben. Wie war's? Für mich war es schön leicht zu ziehen. 12,5 Kilo kann man nicht meckern. Aber leichtes Plastikfeeling für dich da drin. Ne? Und ziemlich eng sogar. Aber das glaube ich, das von der Größe passt es ziemlich gut. Wenn man vorne die Luke aufmacht und sich nach einer gewissen Zeit sicher sein kann, dass du nicht rausspringst, werden wir wahrscheinlich sehr viel Spaß haben. Der Comfort Wagon, der ziemlich groß ist, ist auch mit zahlreichen Federn ausgestattet. Also man kann da sicherlich gut mit durch den Wald fahren. Nach dem ersten Eindruck gehe, dann wird das etwas schwieriger mit dem Aufbau hier. Zumindest ist hier eine Deichsel drin, die allerdings so ein bisschen verhakt ist. Und ich muss erstmal, glaube ich, den Wagen an sich aufbauen. Ich versuche das mal
Ohne Anleitung? Okay. Ich brauche die Anleitung. Ohne die geht's nicht. Mhm. Also mit der Anleitung kann ich wirklich nicht viel anfangen. Das fängt irgendwie bei Punkt 3 an. Und die ersten beiden sind aber die wichtigsten für mich. Finde ich aber nicht. Muss ich mir irgendwie selber was ausdenken hier. Das muss hoch hier, das muss hoch. Oh, wie macht man denn das hier? Also das Einzige, was man eigentlich verstehen muss, sind diese Querstangen. Die kann man hier so zusammenschieben und dann hat man die Konterstange. Und dann muss man die so zusammenfügen und zusammenschieben. Das ist eigentlich sehr einfach, aber es war auf der Rückseite ein bisschen kraftaufwendig. Deswegen war ich da so ein bisschen misstrauisch. So, jetzt ist das Ding eigentlich soweit fertig. Für noch die Reifen. Druckknopf. Einführen, loslassen, fest. Einfach. Die Deichsel für so einen Schwerlasttransporter kommt sie gleich mit zwei Befestigungsschienen. Die werde ich jetzt mal festmachen. Das ist irgendwie schwierig mit der Aufhängung der Federung. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Spartanisch auf den Schwarz-Weiß-Bildern kann man jetzt nicht so viel erkennen. Da braucht man eher eine Lupe für. Vielleicht gibt es auch eine Online-Anleitung, aber wir haben hier leider kein Netz. Einfach die Clips auf hier. Vorne sind die Löcher. Deichsel immer links, Kette rechts. Der Kupplungsanschluss ist identisch zu dem anderen Anhänger, deswegen kann ich die Kupplung auch jetzt dran lassen. Hier gibt es noch eine extra Sicherung für den großen Anhänger, aber ich glaube, das können wir uns für die kleine kurze Strecke sparen. Mitgeliefert wurde uns vom Hersteller dieses riesengroßen Anhängers diese viskose elastische Matte, die so einen Kuschelstoff hier oben hat. Ich mach sie mal auf. Vielleicht ist das was für unseren Oscar. Nee, wäre es zu weich. Hier ist genug Platz für zwei Hunde. Bernardine. Vorsicht, Reißverschluss, aua, Nase. Oskar, du bleib doch mal da drinnen. Ein Fahrradfanatiker ist geboren. Oskar im Anhänger. Ein Regenverdeck kann man nachträglich dazu kaufen. Hier sind zum Beispiel Schraubengewinde für die Befestigung. Und dann kann man auch den großen Anhänger regenfest machen. Ne? Oskar, wir machen jetzt eine Tour, ne? So, Oskar, zurück in der Freiheit. Du magst das Netz nicht so gerne, ne? Aber den Anhänger? Naja. Oskar, was sagen wir zu dem Anhänger? Viele Eingänge, Oskar, ne? Das ist doch ganz toll. Hast eine schöne Kuschelmatte da drin, ist schön groß. Vielleicht nächstes Mal eine Nummer kleiner noch mal testen, den gibt's auch. Regenschutz kann man nachrüsten, Oskar, ne? Erzähl doch mal. Und ja, insgesamt sehr geschmeidiges Fahren mit der Federung. Und die Reißverschlüsse haben so einen leichten Eindruck manchmal, dass sie leicht kaputt gehen könnten. Das muss ich mal so nebenbei bemerken. Ja, bei den beiden Tests mit den Anhängern war das jetzt noch nicht die große Liebe bei Oskar. Wir wollen jetzt nochmal das Lastenrad testen und dann gucken wir mal, was das Beste für ihn ist. Und? Wie ist es? Hat dir gut gefallen, ne? Ja? Ist gar nicht raus? Gut. Oskar ist schon ganz aufgeregt, denn er darf jetzt das Fazit sprechen. Wir haben in alle drei Testobjekte ein haargenau gleich großes Leckerli gelegt. Und er soll sich jetzt entscheiden, wen er zuerst anknabbert. Das ist dann die Wahl. Der hat gewonnen, Oskar. One, two, three, go!